Lange ist es her, auf der Eurobike 2020, da haben wir euch das Kurvenlicht am Stand von Busch und Müller vorgestellt. Jetzt haben wir ein Exemplar da mit dem neuen IQ XS Highbeam. Stellen wir euch in diesem Video vor. Viel Spaß! Herzlich willkommen beim Fahrgeschäft Fitbikes. Mein Name ist Basti und heute geht es um Kurvenlicht. Ja, der ein oder andere mag sagen so, Kurvenlicht, braucht es denn das überhaupt am Fahrrad? Dachte ich mir auch immer, aber Kim hat schon gemeint, probier es mal aus und es ist auf jeden Fall richtig geil. Was ist jetzt der Gedanke dahinter? Es ist einfach so, wenn ihr mit dem Fahrrad in die Kurve fahrt, dann verändert sich euer Lichtkegel so ein bisschen ins Schräge und geht so ein bisschen nach unten und dadurch habt ihr natürlich nicht die volle Ausleuchtung auf den Weg, den ihr gerade fahrt. Und da geht eben Busch und Müller her und sagt, wir machen das nicht ganz wie beim Auto. Beim Auto schaltet sich unten eine Lampe dazu, aber wir verändern die Aufnahme des Scheinwerfers so mit der Fahrtrichtung, dass sie aber stabil nach oben zeigt. Also, dass ihr den Lichtkegel immer schön auf einer Ebene habt. Wie das Ganze funktioniert, auch den Anbau, das zeigen wir euch in einem anderen Video, also den Anbau an einem Bosch-System. Wir gehen jetzt hier mal drauf ein, was ist eigentlich in so einer Packung drin, wenn ihr euch mal so ein Kurvenlicht bestellt. Und wir werden natürlich noch einen kleinen Test machen, wie sich das Ganze dann wirklich auswirkt. Jetzt schauen wir uns aber erstmal den Lichtkegel normal an, wie sowas normal ausschaut. Gut, wir haben jetzt hier unser Testrad, unser schickes Simplon Chinoa. Wenn ihr so ein Rad wollt, gerne bei uns auf die Webseite schauen, www.fitbikes.de. Dort findet ihr diese Räder. Könnt ihr auch gerne natürlich bei uns erwerben. Wir sind immer noch ein Fahrradladen. Aber jetzt wieder back to topic. Wir sehen jetzt hier unseren Leuchtkegel. Das heißt, wenn wir geradeaus fahren, haben wir das Licht immer schön eigentlich in der weitesten Ausleuchtung mit dem schönsten Leuchtbild direkt vor uns. Jetzt fahren wir aber nicht immer nur gerade, das wäre sehr seltsam, denn wir fahren auch Kurven. Das heißt, wir neigen das Rad ein bisschen und ihr seht schon, wie sich der Lichtkegel jetzt ein bisschen verändert. Das heißt, er wird auf der linken Seite jetzt ein bisschen niedriger. Und jetzt fahren wir auch noch in eine Kurve, jetzt geht der ganze Leuchtkegel weit nach unten. Das heißt, ich leuchte nicht mehr in die Ferne oder auf den in die Weite, sondern ich leuchte eher vor mich auf dem Boden, wo ich eigentlich nicht wirklich hinleuchten will, denn dann sehe ich nicht mehr so viel. Und dadurch, dass wir auch mit dem E-Bike zum Beispiel mit einer relativ hohen Grundgeschwindigkeit unterwegs sind, kann das manchmal dazu führen, dass ihr wirklich Probleme kriegt und einfach ein Hindernis oder sowas viel zu spät seht. Jetzt geht dieses Kurvenlicht dahin und eliminiert diese Neigung plus eben dieses Wegkippen. Das heißt, der Leuchtkegel bleibt immer schön hoch und ein weiterer Vorteil ist, er leuchtet wesentlich weiter in die Kurve hinein. Das heißt, es ist eigentlich wie eine Art Intelligenz dahinter. Das heißt, dieses Kurvenlicht wird so hingehend gedrückt, dass es eigentlich vorausschauend schon vor euch in diese Kurve rein zeigt. Dadurch habt ihr absolutes Sichtfeld in der Kurve und je weiter ihr euch reinlädt, umso weiter nach vorne geht das dann auch. Also von dem her ist das eigentlich recht intelligent in Anführungsstrichen. Es bewegt sich halt einfach nur. Aber damit eliminiert ihr quasi dieses Kippen und eben diese Ausleuchtung eher nahe zu euch hin, sondern habt einfach das volle Leuchtbild von eurer Lampe. So. Jetzt haben wir die Theorie abgearbeitet, jetzt schauen wir uns mal die Praxis an. Sprich, wenn ihr so ein Leval bestellt, dann kriegt ihr so einen Karton. Den Karton, den lassen wir jetzt erstmal weg, das ist eine andere Lampe. Es ist ziemlich unspektakulär, wenn ich ehrlich bin. Ich habe das schon mal aufgemacht. Es ist nicht viel drin. Wenn wir das Ganze aufmachen, wenn wir es denn können. Ja. So, wir haben eine wichtige Mitteilung, die wir dann nachher nochmal durchgehen. Wir haben einfach nur eine Gebrauchsanweisung mit drinnen und das kleine Kästchen. Also viel kriegt ihr hier nicht. Es ist allerdings auch die Technik, die da drin steckt, die eher interessant ist als das, was außen rum ist. Mehr, ja doch, es gibt sogar noch was und zwar einen Imbus. Ne? Einen Torx haben wir sogar, einen Mini-Torx, dass ihr das Licht auch oder dieses Kurvenlicht auch montieren könnt. Und wir haben noch einen Anschluss-Pin-Stecker. Den kann man dann, ja genau, so eine Art Klemme, so eine Art Listerklemme, da kann man dann auch noch die Kabel dann anschließen. Ihr könnt das mit fast allen Scheinwerfern kombinieren. Am sinnvollsten ist natürlich mit Busch und Müller, denn die geben da auch auf jeden Fall die Freigabe, dass das alles klappt. Bis auf den IQ XL, also diesen riesengroßen Scheinwerfer von Busch und Müller. Wir vermuten, also wir haben jetzt da nicht genaue Daten, aber wir vermuten, dass er einfach zu schwer ist für diese Lampe. Das ist da einfach, für dieses Gerät, dass er da einfach eine gewisse Gewichtsbeschränkung hat. Dann kann der das halt einfach nicht mehr heben. Es ist klein, das heißt, die Technik dahinter ist natürlich auch nicht anfällig, aber sie kann natürlich nicht alle Lasten heben. Deswegen, wenn ihr einen sehr schweren Scheinwerfer habt, müsst ihr vorher schon abklären, ob das dann überhaupt funktioniert. So, und hätte der Basti vielleicht diesen Zettel vorher mal durchgelesen, dann könnte er euch auch wesentlich mehr Infos geben. Deswegen werde ich ihn euch jetzt vortragen. Wichtig,
Unbedingt Punkt 5 der Anleitung beachten. Der Leval funktioniert nur im Spannungsbereich 5 bis 15 Volt. Das ist ganz wichtig. Niemals an höhere Spannung anschließen. Dadurch wird die Elektronik des Leval zerstört. Gleich zerstört, nicht nur gestört. Eine Übersicht über die mit dem Leval zugelassenen Scheinwerfer finden Sie auf www.bum.de/leval. Blenden wir euch noch mit unten ein. Folgende Punkte weichen von der Bedienungsanleitung ab. Bitte unbedingt beachten. Der Leval darf nur an Fahrradteilen montiert werden, die an der Lenkung beteiligt sind, wie zum Beispiel Lenker oder Gabel. Für die optimale Ausrichtung sollte der Leval möglichst in einem Winkel von 55 Grad zur Fahrbahn stehen. Korrektur zu Punkt 7.1 allgemeine Montage und Punkt 7.5 Korrektur der Scheinwerfereinstellung. Der Leval ist an dem Akku eines E-Bikes Pedelecs anzuschließen. Ein Betrieb des Leval über eine separate Stromquelle ist in Deutschland nicht zulässig, also nicht einfach an eine Powerbank anschließen. Ergänzung zu Punkt 6 Stromversorgung, Anschluss des Leval sowie Punkt 6.2 Stromanschluss des Leval an einer separaten Stromquelle. Gut, was haben wir jetzt hier? Wir haben hier so ein kleines Kästchen. Ist sehr unscheinbar und es trägt eigentlich auch nicht krass auf. Also ich hatte mit wesentlich größerem Bauteil gerechnet, aber es ist wirklich sehr klein. Wir haben hier vorne die Montage für den Scheinwerfer, da könnt ihr den Scheinwerfer reinmachen. Und hier unten ist die Montage am Fahrrad. Wichtig, nur am Lenker oder an der Gabel festmachen. Und da bitte auch nicht unten an der Bremse. Nicht, dass ihr dann hier die Stockbremse habt, sondern wirklich nur an der Gabelbrücke, Gabelkrone oder halt eben am Lenker oben. Das ist wichtig zu beachten. Ansonsten gibt es nicht viel dazu zu erzählen. Es gibt noch einen Ein-Ausschalter. Also ihr habt hier die Möglichkeit, das Ganze manuell einfach ein- und auszuschalten. Das ist einfach nur so ein Schiebeschalter, um einfach, wenn ihr es nicht braucht oder wenn ihr irgendwie, ich weiß nicht, in welchen Situationen man es dann nicht mehr brauchen sollte, aber ihr habt ja auf jeden Fall die Möglichkeit, das Ganze zu blockieren, sodass es wirklich wie ein normales Licht funktioniert. Wichtig ist auch, es hat einen Sicherheitsmechanismus drinnen. Das heißt, wenn irgendwo ein Anschlag kommt, also wenn dieses Gerät irgendwo anschlägt, dann schaltet sich es auch automatisch ab. Also dann, wenn ihr zu weit einlenkt zum Beispiel und es sollte irgendwo sich hinhauen, dann ist da eben diese Sicherheitsfunktion, dass es sich abschaltet. Dann funktioniert es nicht mehr. Ansonsten, wie gesagt, unscheinbar, hat zwei Stromeingänge noch. Ihr könnt hier quasi das vom Akku das Kabel hier anschließen, dann wird es hier durchgeschliffen an den Scheinwerfer und somit habt ihr das Ganze montiert. Wie das Ganze montiert wird, das zeigen wir euch in einem separaten Video, denn da sind auch noch mal ein paar Sachen zu beachten, sonst würde dieses Video einfach zu lange gehen. Wir bauen das jetzt hin, drehen für euch das zweite Video und danach, also in diesem Video, sehen wir uns jetzt gleich wieder, um das Ganze uns mal dann live anzuschauen, wie es denn am Fahrrad fertig ist. So, wir haben jetzt das Leval haben wir jetzt montiert, ist jetzt dran, wir haben es eingeschaltet und wir machen jetzt nochmal das gleiche wie vorhin mit diesem, dass wir euch das hier vorne zeigen an der Wand. Wo man es schon sofort sieht, ist, wenn wir das Rad einfach nur neigen. Ich neige jetzt das Rad, halte es nach Möglichkeit immer noch ein bisschen gerade, sonst der nicht abhaut hier, der Strahl, aber man sieht schon, es bleibt wesentlich gerader als vorher. Vorher war das ja wirklich, ist das ja weggekippt. Jetzt haben wir da noch einigermaßen gerade und es wird auch relativ früh wieder gerade. Also man merkt hier so ein paar Ruckler drin, aber es stellt sich immer wieder nach und das ist allein schon Wahnsinn. Jetzt haben wir ja gesagt, der Vorteil davon ist noch, dass wenn man in die Kurve reinfährt, es noch ein bisschen weiter in die Kurve reinleuchtet. Das heißt, wir neigen uns und drehen gleichzeitig noch einen Lenker ein bisschen rüber. Und man sieht schon, es bleibt immer noch fast gerade und geht irgendwo da hinten noch ein bisschen weiter dann sozusagen. Also ihr habt hier wirklich diesen Effekt. Ihr seht komplett, wo ihr hinfahrt. Ihr seht in die Kurve rein. Und das ist genau das, was es machen soll. Und das tut's. Das heißt, wir haben hier wirklich ein kleines Gerät. Klar ist es technisch, aber es ist trotzdem ein kleines Gerät, was euer Fahrradleben um einiges erleichtern kann. Kommen wir zum preislichen Thema. Es kostet 99 Euro. Ist nicht gerade wenig, aber damit erhöht ihr natürlich auch, wenn ihr viel in der Nacht unterwegs seid, eure Sicherheit. Ist für Pendler, denke ich mal, sehr interessant, weil du da natürlich sehr häufig auch in der Nacht mal unterwegs bist, gerade jetzt, seit dem Herbst oder im Winter. Und da macht es auf jeden Fall Sinn. Der Anbau, wie gesagt, gibt es in einem anderen Video. Das zeigt euch dann der Kim, wie man das Ganze anbaut. Es gibt da so ein paar kleine Sachen, die man beachten muss. Und wir schauen mal, welche Lampe dazu jetzt am besten passen würde. So, jetzt haben wir hier das Leval und ich habe ja gerade gesagt, jetzt schauen wir mal, welche Lampe am besten dazu passt. Das ist das Päckchen, was wir ganz vom Anfang nochmal hatten. Das ist die IQXS Highbeam. Highbeam heißt in diesem Falle mit Fernlichtschalter. Sie ist auch nochmal ein bisschen anders zur normalen XS. Die normale XS hat so um die 90 Lux. Diese Lampe hat in der Abblendlichtfunktion 100 Lux und in der Fernlichtfunktion dann auch nochmal 150 Lux. Das heißt, ihr erhöht hier nochmal die Lichtausbeute
In der Ferne auf jeden Fall, weil die legt sich ja dann oben drauf. Und dadurch habt ihr natürlich nochmal ein weiteres Sichtfeld. In Verbindung mit dem Leval ist es natürlich ein Top-Paket. Die Lampe selbst geht von 9 bis 48 Volt. Also ihr habt ja die Möglichkeit, das natürlich auch jetzt an verschiedene E-Bikes anzuschließen. Ist natürlich auch mit drinnen. Und ihr kommt ungefähr auf eine Leuchtweite. Ich spick hier jetzt gerade hinten so ein bisschen von um die 45 Meter in der Fernlichtversion. Also das ist schon eine richtig weite Ausleuchtung. Busch und Müller bietet das natürlich nicht direkt als Paket an, sondern ihr müsst dann beide einzeln holen. Aber es ist, wie gesagt, eine sehr gute Kombi. Die Lampe selber kostet 129 Euro UVP, gibt es aber im Netz wesentlich günstiger. Also schaut euch da gerne mal um. Ist jetzt halt nicht gerade die günstigste Lampe, aber dafür eine mit wirklich einer grandios hellen Ausleuchtung. Wir haben sie jetzt noch nicht montiert. Wir hatten ja vorher schon die IQ XS dran, allerdings nicht in der Highbeam-Variante. Hier ändert es einfach nur, dass ihr noch einen Schalter habt für den Lenker. Den müsst ihr dann nochmal hochlegen und da könnt ihr draufdrücken und das Fernlicht aktivieren. Das war's mit der Leval-Vorstellung von Busch und Müller. Wie ist eure Meinung dazu? Braucht es einen Kurvenlichtassistenten, ja oder nein? Schreibt es bitte gerne in die Kommentare und lasst natürlich auch gerne ein Abo da, damit ihr nicht verpasst, wenn es Neuigkeiten von den Herstellern gibt. Es gibt noch einiges im Petto, also bleibt auf jeden Fall mit dem Abo dabei. Und damit sage ich auf Wiederschauen, bis bald. Ciao.